Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder ein Telefongespräch von den Bitcoin-Betrügern, die in Kryptowährungen für uns investieren wollen. Dass das natürlich nicht passiert, ist uns allen klar. Allerdings haben wir hier wieder ein Callcenter, was direkt scheinbar von einem Sperrmüllhaufen anruft. Ja, das Headset, naja, weiß ich nicht. Es ist nur noch am Klippen, wahrscheinlich wegen der Lautstärke im Hintergrund, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall stimmt hier irgendwas mit der Übertragung von diesem netten Callcenter nicht. Naja, ihr werdet es gleich selber hören. Hallo? Hallo, Syntax. Spreche ich gerade mit Lorenz Knusprig? Knusprig, meinen Sie? Ja, Entschuldigung. Es ist ein bisschen schwierig, zu sagen. So, Herr Knusprig, ich bin hier. Knusprig. Also, Sie haben Doppel, ja? Ja, ich habe einen Doppelnamen. Ich habe geheiratet. Meine Frau Rosi, die heißt Knusprig und ich hieß Knusprig und deswegen haben wir beide unsere Namen behalten wollen und jetzt heißen wir Knusprig. So, toll und sehr lustig ein bisschen. So, Herr Knusprig. Keine Ahnung, ob das überhaupt geht und möglich wäre, wenn man beide Parteien schon den gleichen Namen überhaupt haben. Ja, aber der Betrüger glaubt's auf jeden Fall. Ich bin Kevin Schmidt, ja. Sie haben gestern mit unserer Kollegin Frau Nomi gesprochen über Kryptowährung und Finanzmarkt, stimmt es? Weiß ich nicht, kann sein. Ja, über Kryptowährung und Finanzmarkt. Erinnern Sie das? Das war gestern. Ja, kann sein. Ja, so, hat Ihnen Frau Nomi erzählt über unser automatisches System und manuell, oder? Was? Hat unser Frau Nomik erzählt Ihnen über unser automatisches und manuelles System, über unsere Arbeit, mit welchem können Sie Geld verdienen? Nee. Also, haben Sie im Moment Zeit, das zu hören? Ja. So, Knusprig. Ich erzähle Ihnen erstens über Kryptoarbitrage und Finanzmarkt. Dazu Sie können, so wie gesagt, ein Bild haben, wie es funktioniert Ihnen gemeinsam. Und dann über unsere zwei Systeme, es ist manuell oder automatisch. Oder Sie haben einige erfahren und wissen, wie es arbeitet. Hallo? Ja, hallo? Ja, haben Sie mir gehört? Ja. So, haben Sie einige erfahren in solchen Tausch? Oder Sie sind ganz neue Person? Nee. Sie sind ganz neue, ja? Ja. Okay, dann Knusprig. Ich erzähle erstens über Finanzmarkt und Kryptoarbitrage, wie es funktioniert. Dazu, so wie gesagt, Sie werden beim Augen ein Bild haben, wie es arbeitet. Und danach über unsere zwei Systeme von Arbeit, manuell und automatisch, okay? Ja. Okay, dann über Finanzmarkt. Es existiert seit langer Zeit und in Wahrheit ist eine sehr gute Sache und können sehr gute Geld verdienen. Aber es ist sehr wichtig zu wissen, dass Finanzmarkt behält von verschiedenen Nachrichten. Zum Beispiel, wissen Sie solche Personen wie Elon Musk, der hat ein elektronisches Auto wie Tesla gebaut? Hallo? Ja, hallo? So, wissen Sie solche Personen, oder? Ja. So, ein Mann, Elon Musk, nicht so lange Zeit vorher, hat für Finanzmarkt eine Nachricht gegeben, dass bald er will sein persönliches Internet bauen, der wird ohne Problem im Wald arbeiten. Es ist Stalin. Und mit solcher Nachricht kommt auf Finanzmarkt die Aktionen. Und am Anfang die Aktionen kosten vor $30 per 1. Dann nach 2 Monaten dieser Internet kommt im Verkauf und zu viele Menschen anfangen es zu kaufen und das Preis erhöht bis $320 per 1. So mit solcher Nachricht könnten Sie für verdienen. Ja? Jetzt über Finanz, Kryptoarbitrage. Kryptoarbitrage hängt auch ein bisschen von Nachrichten, aber die wichtigste Rolle spielen verschiedene Werbungen. Zum Beispiel nehmen wir noch einmal Elon Musk. Ja? Einmal, Elon Musk hat gekauft Kryptowährungen, die waren nicht so populär, weil das hat 1 Milliard Dollar. Aber bei 1 kostet es 0,2 Dollar. So nie so viel, aber er hat zu viel es gekauft. Danach, er hat so einen Post gemacht in solchen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram, dass bald diese Kryptowährung wird sehr, sehr populär und die Menschen können hier gute Geld verdienen. Die Menschen wissen, dass er ist nicht nur eine Person ist, sondern die einzige Person in der Welt und anfangen zusammen mit ihm es zu kaufen. Und als zu viele Menschen anfangen es zu kaufen, die Popularisation für solche Kryptowährungen hat erreicht. Und der Preis hat erreicht auch
bis 1,4 Dollar. Danach war es solcher Preis, Elon Musk hat alles verkauft und verdient. Und einige Menschen haben mit ihm alles verkauft und verdient. Ja, die Geschichte stimmt tatsächlich sogar so halbwegs, wie er das gerade erzählt. Nur, dass es eigentlich nichts Positives ist. Denn, naja, das, was der nette Elon Musk da so verdient hat, das haben dann aber auch ganz viele andere Menschen verloren. Und, naja, ob das positiv ist, naja, sei mal so dahingestellt. Das ist eben das Problem am Aktienmarkt. Denn wenn irgendjemand etwas gewinnt, muss gleichzeitig irgendwer anderes Geld verloren haben. Ansonsten würde man keinen Gewinn aufbauen können. So, Herr Knusprig, jetzt, Sie haben beim Augen so ein Bild, wie gesagt, wie es funktioniert. Stimmt das? Ja. So, jetzt wird bei uns eine Variante von Arbeit. Es ist manuell und automatisch. Manuell bedeutet, dass Sie können Ihr persönlichen Finanzberater haben, der wird in Verbindung mit Ihnen 24 Stunden. So, zusammen, wir werden studieren, wie funktioniert Finanzmarkt konkret, wie zu handeln und mit welchen Aktionen ist es besser zu arbeiten und was ist besser nicht zu kaufen. Aber natürlich, um alles das zu studieren, brauchen Sie einige Zeit und Sie können Ihre persönliche Arbeit haben, so keine Zeit dafür. Für solche Kunden, die keine Zeit haben, geben wir unser automatisches System, so nennt Roboter. Jeder Roboter zum Beispiel kauft eine Kryptowährung auf 1,2 für billiger Preis. Und nach einiger kurzer Zeit Verkauf auf anderer Plattform für teuer Preis. Dazu bekommen Sie die Shares Profit direkt auf Ihrem Handelskonto. Und zum Schluss, was Ihr Handelskonto? Ihr Handelskonto funktioniert gleich wie Kreditkarte, aber persönlich für mich ein bisschen besser, weil erstens mit Ihrer Kreditkarte Sie verdienen nicht mehr. Mit unserem Handelskonto Sie verdienen jeden Tag. Und zweitens dafür, dass mit Ihrer Kreditkarte mehr Geld zu bekommen, brauchen Sie zum Bank gehen oder einen Automat finden. Dann können Sie es ganz einfach bekommen. Alles, was Sie brauchen bei uns, ist Computer oder Handy und Internet nicht mehr. So, Sie kommen auf unsere Webseite, öffnen Ihr persönliches Handelskonto und dort gibt es zwei Daten, als Einzahlung und Auszahlung. Und Sie können klicken es einfach in jedem Moment, wann Sie wollen. So, Herr Knusprig, wenn Sie haben einige Fragen, Sie können mir gerne stellen, ich einfach antworte Ihnen. Wenn nein, dann kann ich Ihnen über unseren Betrag erzählen. Ja. So, ich habe keine Frage, ja? Ja. Dann über unseren Betrag. Ja, natürlich, Sie können anfangen von Betrag, wenn Sie wollen. Ja, es kann 10.000 sein und mehr. Aber für neue Kunden, die keine Erfahrung haben, hatte ich Erfahrungen von kleinigen Beträgen, dazu alles bei Augen sehen. Wie es arbeitet und wenn alles passiert, Ihnen können Sie mehr später einzahlen, um mehr zu verdienen. Ja, also der nette Betrüger redet wirklich davon, dass da 10.000 Euro eingezahlt werden sollen. Ich verstehe gar nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, das irgendjemandem mal so einfach so am Telefon zu erzählen. Mal ganz ehrlich. Also wenn ich von irgendeiner wildfremden Person angerufen werde, dann probiere ich es höchstens mit 2,50 Euro, aber nicht mit 10.000 Euro. Da mal irgendwo auf dem Aktienmarkt ein bisschen rumzuspielen mit einer Firma, die ich überhaupt gar nicht kenne. Ja, und wo ich hier in 5 Minuten an einem Telefongespräch alle Informationen erhalten soll, die ja zu nichts führen, weil eigentlich nur abgefragt wird, womit man einzahlen will nachher am Ende. Einfach nur gruselig. Und das Schlimme ist, dass das tatsächlich funktioniert. Da zahlen Menschen ihr Geld ein, ohne zu wissen, was da am Ende eigentlich passiert. Und ja, es gibt tatsächlich auch Fälle, wo über 10.000 Euro eingezahlt wurde. Es gibt sogar Fälle, wo über 100.000 Euro eingezahlt wurden. Vielleicht nicht im ersten Telefonat, sondern in den folgenden Telefonaten, wo man noch mehr Geld von euch dann haben möchte. Ja, aber eins ist klar, mit einer Firma, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich überhaupt nicht wirklich was nachvollziehen kann, die ich nicht mal zurückrufen kann und wo das Headset von der Müllkrippe stammt, da zahle ich doch keine 10.000 Euro ein. Ich weiß nicht, wie die auf sowas überhaupt kommen, aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. So, es gibt für neue Kunden die Beträge als 250 Euro, 500 Euro und 1.000 Euro. Ich erzähle Ihnen den Unterschied zwischen solchen Beträgen. Zum Beispiel, mit Betrag 250 Euro können Sie pro Tag verdienen von 7 bis 14 Euro. Mit Betrag 500 Euro werden Sie verdienen pro Tag von 14 bis 28 Euro. Trotzdem werden Sie mehr Service haben.
Und außerdem werden Sie haben ein Bonus für unser Handelskonto auf Ihr Handelskonto als 100 Euro. Dazu mit großer Betrag ist es besser zu arbeiten. Aber dieses Geld, dieser Bonus, 100 Euro, wird immer bleiben auf Ihrem Handelskonto. Und mit Betrag 1000 Euro werden Sie pro Tag verdienen von 24 Euro bis 48 Euro. Auch werden Sie mehr Service haben, die können Sie alles benutzen. Und außerdem ein Bonus auf Ihr Handelskonto als 200 Euro. So, welcher Betrag passiert Ihnen am besten dann? Welcher ist denn da am besten? Ja, welcher Betrag? Ja, welcher ist denn da am besten? Nochmal? Technusknusse. Hallo? Hallo? Ja, welchen Betrag wählen Sie? 250, 500 oder 1000? Ja, welcher Betrag ist denn da am besten? Am besten, ich glaube, ist am größten. Und mit großem Betrag können Sie mehr verdienen. So, Sie wollen mit 1000 anfangen, stimmt das? Ja, das klingt ganz billig. Okay. Wenn es klingt ein billig, ja, natürlich, Herr Knusprig, Sie können anfangen von mehr. Ja. Zu verdienen. So, wie viel, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Ja, das, was Sie gesagt haben. 1000, ja? Hm. Okay, wunderbar. So, Knusprig, ich brauche über Sie eine folgende Information, erstens sich mal sicher sein, dass Sie sind 18 Jahre alt, dass ich arbeite nicht mit einem Kind. So, können Sie mir bitte sagen, wie alt sind Sie denn? 29. 29. Was sind Sie von Beruf? Was ich von Beruf bin? Ja. Da bin ich Kaugummiabkratzer. Nochmal Kaugummiabkratzer. Genau. Haben Sie Kreditkarte? Ja. Visa oder Master? Ja. Visa oder Master? Ja. Was ja? Visa oder Master haben Sie? Ja. Herr Knusprig, spielen Sie mit mir, oder? Nee. So, können Sie mir bitte sagen, welche Karte haben Sie? Visa oder Mastercard? Ja, habe ich. Ja, Sie haben eine Karte, aber Sie haben eine Kreditkarte als Visa oder als Mastercard? Ja, die habe ich. Sie haben Visa und Master, beides, mhm, ja? Genau. Also, okay. So, okay, Knusprig. Ich brauche folgende Informationen, um diese Transaktion zu machen von meiner Seite. Und Sie werden es nun bestätigen durch Ihr Online-Banking oder beim SMS dann, wie immer Sie bestätigen die Einkäufe. So, um diese Transaktion zu machen, brauche ich folgende Informationen. Es ist Ihre Kartennummer, Ablaufdatum, Zahlziffer in der Rückseite, auch Geburtstagsdatum, Postleitzahlcode, und auch Ihre Straße. Können Sie mir bitte sagen? Ja, da muss ich gleich mal nachsuchen. Wie lange gibt's denn Ihre Firma schon? Unsere Firma existiert seit 8 Jahren und wir halten den zweiten Platz im ganzen Europa. Wenn Sie möchten, ich empfehle Ihnen warum. Ja. Als unser zum Beispiel automatisches System ist ganz anders wie bei anderen Firmen, ja? Erstens, unser automatisches System arbeitet nicht mit Ihres Alles-Betrag, aber nur mit 10% von Ihrem Betrag. Ja, aber Sie wissen, dass 10% von Ihrem Betrag für Finanzmarkt oder Kryptoarbitrage ist gar nicht das Geld. Ja, aber wie macht diese Roboter, dieses automatische System? Es nimmt 10% von Ihrer Seite und 10% von anderen Kunden, so im Zusammenhang haben Sie einen großen Betrag, mit welchem können Sie arbeiten und werden Sie immer verdienen. Und zweitens, Sie minimalisieren bei solchen Varianten des Arbeits das Risiko fast zum Null. Darum, wir halten den zweiten Platz in ganz Europa. So, okay. Herr Knusprig, können Sie mir bitte jetzt gerade Nummer geben und Platz lassen? Ja, ich tue gleich. In welcher Stadt sitzen Sie denn? Ja, wir haben verschiedene Filialen. Das ist erstens in Wien, in Leopoldstraße, das ist Leopold City Center, Sie können uns ganz einfach besuchen, wenn Sie es möchten. Auch wir haben Filiale in Österreich, auch bald wie bei uns ein Filial in Deutschland, in Berlin. Die können Sie, glaube ich, in der Nähe 2 Monaten besuchen. Und auch, wir haben ein Filial in Polen.
So, Herr Knusprig, ich warte dann auf Ihre Karte. Sagen Sie mir bitte, wann werden Sie fertig, okay? Ja, was steht denn alles auf dem Vertrag drauf? Können Sie mir da mal die AGBs durchlesen? Sie brauchen einen Vertrag, ja? Ja. Okay, Herr Knusprig, ganz einfach, ich kann Ihnen es schicken, aber Sie wissen, Sie bekommen einen Vertrag, ja, wann Sie machen etwas, ja, wann Sie einzahlen. Ja, also der Betrüger, der will mir jetzt hier tatsächlich einen Vertrag zuschicken, den ich mir erstmal in Ruhe durchlesen soll. Mal davon abgesehen, dass dieser Vertrag nicht eingegangen ist. Ja, was hat man auch davon? Letztendlich, wenn die ganze Firma dahinter nicht existiert und die sich einfach aus dem Staub machen, dann nützt euch auch dieser Vertrag nichts. Denn da kann man draufschreiben, was man will. Ja, und so funktioniert es scheinbar auch bei den Betrügern. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, bei uns ist der Vertrag nicht angekommen. Ich kann den leider nicht zeigen. Ja, wer weiß warum. Vielleicht hat er schon begriffen, dass, naja, bei dem Wort Vertrag hat sich's dann eigentlich auch schon erledigt. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das jetzt einfach nur der Vorwand, um das Gespräch noch irgendwie zu beenden. Ich weiß es nicht. Da bleiben mir immer wieder viele oder viel Freiraum für Spekulationen. Aber bei uns, Sie hat noch nicht einzahlt. So, Sie sind noch nicht als unser Kunde, ja? Warum? Erstens, wir müssen eine Transaktion machen. Ich kann Ihnen ganz einfach unsere Webseite schicken. Sie werden es besuchen und alles Informationen dort lesen. Ja, aber wenn was ist denn mit dem Vertrag? Ja, natürlich. Unser Vertrag ist bei uns, wenn Sie werden Einzahlung gemacht. Natürlich, zum Beispiel, wenn Sie kaufen ein Auto, ja? Sie erstens bezahlen, dann Sie bekommen das Dokument für diese Auto. Nee, man bekommt immer zuerst den Kaufvertrag und wenn man den dann unterschrieben hat, dann bekommt man das Auto, nicht andersrum. Nein, zum Beispiel, Sie wollten ein Auto kaufen, ja? Ja. Sie kommen mit Ihrem Geld zum Beispiel Autohof, ja? Sie erstens bezahlen das Geld und dann Sie schreiben das Dokument, dass Sie bekommen diese Geld. Nee, das ist falsch. Aha, also nun doch andersrum. Also der Betrüger möchte erst von mir das Geld haben und mir dann einen Vertrag zuschicken. Mhm. Also doch andersrum als gerade gedacht. Tja, habe ich umsonst gesucht. Aber trotzdem, der Betrüger, der will hier tatsächlich mir jetzt ernsthaft weismachen, dass ich erst das Auto bezahle und dann den Kaufvertrag bekomme. Ich weiß nicht, in welchen Autowerkstätten der so unterwegs ist, aber in Deutschland kann das auf jeden Fall nicht sein. Denn in Deutschland bekommt man erst den Kaufvertrag, unterschreibt diesen und bezahlt dann. Und vielleicht nicht mal sogar unmittelbar danach. Steht halt im Vertrag drin, wann. Aber vorher. Also ich soll erst Geld einzahlen und bekomme dann bei ihm den Vertrag. Und er erzählt mir gerade, dass es so in Deutschland beim Autokauf auch funktioniert. Ja, dass der hier nicht in Deutschland sitzt, ich meine, das wissen wir auch so, aber nur hat das ja gleich extra nochmal bewiesen. Ich habe gekauft ein Auto in den letzten 2 Wochen. Ja, aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Man bekommt erst den Vertrag und dann gibt man das Geld, nicht andersrum. Alles Informationen, die Sie brauchen, können Sie finden bei unserer Webseite. Ich kann Ihnen ganz einfach einen Link schicken. Sie werden es überprüfen. Ja, aber erst möchte ich den Vertrag und dann zahle ich das Geld ein. Okay. So, dann haben Sie in diese Nummer WhatsApp oder besser ist es per E-Mail schicken? Ihren Vertrag, den schickt man ja per E-Mail oder besser per Post. Okay, dann schicke ich Ihnen es per E-Mail und wir können weiter sprechen, aber das wird nur ein Beispiel von Vertrag. Nee, dann nicht. Ich will, wenn denn richtig, den Vertrag, ansonsten nein. Also, Sie wollten einen Vertrag haben auf Ihren Namen, stimmt das? Genau, erst den Vertrag und dann das Geld. Okay, aber in diesem Vertrag, dann ich schreibe, dass Sie haben noch nicht bezahlt. Und wann werden Sie es bezahlen? Schicke ich Ihnen einen neuen Vertrag. Nee. In welchem werden Sie es bezahlen? Nee. Okay? Nein. Warum nie? Weil wir erst den Kaufvertrag machen und dann gebe ich Ihnen das Geld. Und dazu möchte ich erst den unterschriebenen Originalvertrag. Okay, aber in diesem Vertrag wird es stehen, dass nach Ihrer Unterschreibung dann, wenn Sie das Geld bezahlen, müssen Sie das machen. Ja, das ist ja richtig. Wunderbar, dann bis morgen, ich glaube, tschüss, schönen Tag. Aha, ja gut, dann halt, reden wir halt nicht weiter über den Vertrag.
Nein, nein, Herr Knusprig, ich schicke Ihnen durch E-Mail. Ja, natürlich kann ich nicht gerade es machen. Also das dauert ein bisschen Zeit, 10 Minuten, ja? Ja. Ich glaube, in einer Stunde werden Sie Ihren Vertrag bekommen. Sie können das unterschreiben und schicken mir zu, ja, wenn Sie es möchten, wenn Sie es brauchen. Ja, an welche E-Mail-Adresse und schicken Sie das denn? Auf gerald.hubschrauber@mdssfun.de. Stimmt das? Nee, MDCC, nicht SS. Ja, MDCC, Entschuldigung. Ja. Fun.de. Okay, ich schicke dorthin ein E-Mail mit Vertrag und dann können, ich glaube, wir weiter morgen sprechen. Um wie viel Uhr werden Sie Zeit haben? Ja, wenn Sie sagen, Sie schicken den Vertrag in 10 Minuten zu, dann können Sie ja in einer Stunde wieder anrufen. Okay, passiert es. Tschüss, bis bald. Ja, bis nachher. Ja, und er hat mir tatsächlich den Vertrag nicht zugeschickt und auch nicht nochmal angerufen. Damit hat sich das Ganze hier dann erledigt. Naja, aber der Betrüger ist ja der Meinung, dass es normalerweise so läuft, dass man erst bezahlt und dann einen Vertrag bekommt. Tja, ich meine, wenn man bezahlt hat, dass man dann nichts mehr bekommt, ist, denke ich mal, logisch und das wird einem eigentlich auch schon in der Schule beigebracht. Dass man erst etwas schriftlich bekommt und dann etwas dafür, ja, leistet. Ist ja genauso wie beim Arbeiten gehen. Ich unterschreibe erst den Arbeitsvertrag und gehe dann arbeiten und nicht andersrum. Gehe nicht erst arbeiten und bin produktiv für irgendjemanden und guck mal, ob ich dann mein Geld bekomme und den Vertrag, der mir versprochen wurde. Tja, so läuft's halt in diesen Betrüger-Callcentern. Und das Schlimme ist, es scheint immer mal wieder zu funktionieren. Natürlich nicht bei den meisten und auch nicht bei jedem, aber es gibt halt leider Leute, die da ihr Geld drin versenken. Unter welchen Beweggründen auch immer. Da gibt es sicherlich viele Gründe. Geldsorgen oder, weiß ich nicht, Warnvorstellungen oder man ist halt irgendwo auf der Strecke ein bisschen geblieben und naja, man hat halt, es gibt halt nun mal Menschen, die nicht so denken wie alle anderen Menschen. So ist es halt. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Und genau deswegen müssen wir solche Menschen schützen, damit sowas nicht passiert. Natürlich gibt es auch die Doofen, die, weiß ich nicht, an Förster glauben, der Schneebälle schmeißt. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, die Menschen werden da ausgeraubt. Und am Ende ist es Betrug. Und das heißt ja nicht nur, weil ich betrogen wurde, dass ich da alleine ein Problem habe. Oftmals hängen da ganze Familien dran. Oder eben auch andere Leute. Ja, oder, wie wir vielleicht schon auch in dem Video gehört haben, dass ich sogar noch ganz fremde Menschen mit reingezogen habe, habe ich euch ja mal in einem anderen Video erzählt, dass der Betrüger wollte, dass ich halt kriminelle Dinge mache, um dann davon das bezahlen zu können. Das heißt, im schlimmsten Fall zieht man da noch völlig fremde Menschen mit rein, die wirklich überhaupt nichts dafür können. Von daher, teilt sehr gerne die Videos, vergesst den Daumen nach oben nicht und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so über diesen netten Menschen hier denkt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.